Guten Morgen zusammen. Oh, seid ihr wach? Nee, ich glaube nicht, oder? Okay, 3 Tage Osterkonferenz und die Menge ist müde. Das ist schön. Dankeschön, das war schön. Ja, ich glaube, wir müssen ein bisschen wach werden und ich würde gerne mit euch ein kleines Ritual machen, was wir immer in der Villa wertvoll machen. Und zwar ist das ein 731. Kennt jemand das 731? Ja, ihr kennt das 731? Okay, ich erkläre es trotzdem. Ihr kennt es alle? Kennt es jemand nicht? Dann meldet er sich. Okay, also einfache Erklärung, 7-mal auf die Oberschenkel, 7-mal in die Hände, 3-mal auf die Oberschenkel, 3-mal in die Hände, 1, 1. Und dann, was rufen wir alle? Jesus, ist gut. Mareike, kannst du mir kurz mein Mikro halten, weil das wird jetzt ganz schwierig. Es steht dazu auf, okay? Also, oder kennt ihr das im Sitzen? Nee, ihr kennt es im Stehen. Okay, alle bereit, alle Hände? Alle Augen auf, wach werden, bitte einmal wach werden, das sieht schön aus. Okay, ein 731 auf Jesus und. Jesus, danke schön. Okay, ihr dürft euch wieder hinsetzen. Das ist sehr schön mit euch. Ich weiß gar nicht, ob ihr das wisst, aber ihr seid alle so wahnsinnig nett zueinander. Das ist irgendwie cool, weil ich habe gestern gemerkt in meinem Seminar, ich habe mit den Leuten einen Klatschkreis gemacht und alle haben mitgemacht und keiner hat mich böse angeguckt oder ich habe es nicht gesehen und keiner hat sich verweigert. Ich hatte letzte Woche einen Theaterworkshop in der Villa mit so einer 8. Klasse, ja, so, also so richtig 8. Klasse. Ja, und so. Theater, ey, scheiße. Und wir haben so ein Spiel am Anfang, wo ich einfach ganz normal den Leuten einen Ball zuwerfe und den Namen sage und dann sollen die den Ball auffangen. So. Und ich werfe den Ball zu Jack und Jack macht. Und der Ball blieb auch da liegen. Und ich weiß nicht, ob ihr auch so Jacks und so ein paar 8-Klässler zu Hause habt. Und ein bisschen Sorge habt, wenn ihr diese Osterkonferenz wieder verlasst, dass ihr vielleicht ein paar Bälle schmeißt, ein paar freundliche Bemerkungen macht und die einfach liegen bleiben. Und ihr vielleicht manchmal so ein bisschen denkt, oh, eigentlich würde ich auch gerne hier mal so bleiben in Gunzenhausen und würde das so ein bisschen behalten, dass alle so nett sind und so freundlich sind. Aber ihr wisst, ihr müsst morgen wieder zurück. Oder heute. Wahrscheinlich müsst ihr heute wieder zurück. Gesendet. Wir haben über Scherben gesprochen am Karsamstag. Wir haben uns gestern bunte Brillen aufgesetzt, gestern Abend zugehört, wie wir Jesus folgen können. Und heute ist das Thema gesendet mit einem wunderbaren Bibeltext aus Matthäus 28. Dann gingen die 11 Jünger nach Galiläa zu dem Berg, den Jesus ihnen genannt hatte. Als sie ihn sahen, beteten sie ihn an, aber einige zweifelten immer noch. Jesus kam und sagte zu seinen Jüngern, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht zu allen Völkern und macht sie zu Jüngern. Tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alle Gebote zu halten, die ich euch gegeben habe. Und ich versichere euch, ich bin immer bei euch bis ans Ende der Zeit. Ich möchte es heute mit 3 ganz einfachen Fragen diesen Text mit euch angucken. Gesendet. Die erste Frage, was ist die Bedingung? Die zweite, was ist der Auftrag? Und die dritte, was ist das Versprechen? Was ist die Bedingung dafür, dass jemand gesendet wird? Dass jemand einen Auftrag überhaupt erst bekommt? Ich bin mit ganz vielen Berufungsgeschichten aufgewachsen, bin damit aufgewachsen, dass Menschen auf irgendeiner Konferenz, auf einer Predigt den Ruf Gottes bekamen und dann in die Mission gingen und dann irgendwo im Dschungel großartige Sachen gemacht haben und viele Wunder erlebt haben. Und ich kenne Menschen, die genau das erlebt haben. Ich gehöre nicht zu diesen Menschen. Ich kenne Menschen, die ihr Leben lang auf genau diesen Ruf warten und sich nicht trauen, irgendwas zu machen, weil sie sagen, ich habe ja keinen Ruf bekommen. Und ich kenne Menschen, die nie einen Ruf bekommen haben und gesagt haben, naja, das ist jetzt einfach dran, dann machen wir das auch. Was ist die Bedingung dafür, dass jemand gerufen wird, dass jemand einen Auftrag gibt?
Wenn wir in den Text schauen, ist es ganz einfach. Jesus sagt, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Die Bedingung ist nicht, dass du trittsicher bist. Die Bedingung ist nicht, dass du wahnsinnig begabt bist oder wahnsinnig eloquent reden kannst, dass du alt genug bist, dass du moralisch einwandfrei lebst, dass du keine Zweifel hast. Im Gegenteil, hier steht ja direkt im Satz vorher, die Jünger beteten ihn an, aber einige zweifelten immer noch. Die Bedingung dafür, dass Jesus uns sendet, ist, dass er alle Macht hat. Er ist die Bedingung, er ist der Grund dafür, dass wir gesandt werden. Vielleicht stehst du hier an diesem Wochenende und sagst, ey, ich bin noch längst nicht so weit. Musst du nicht, denn Jesus ist so weit. Als ich meine allererste Predigt gehalten hatte, da war ich 19 und ich war wahnsinnig aufgeregt. Und jemand kam vorher zu mir und las mir Jeremia 1, Vers 9 vor, wo steht, sage nicht, ich bin zu jung, sondern du sollst gehen, wohin ich dich sende und predigen alles, was ich dir gebiete. In vielen Dingen, die ich tue, fühle ich mich nicht trittsicher. In vielen Momenten in der Villa Wertvoll, wenn ich mit Kindern, wenn ich mit Jugendlichen rede, habe ich nicht das Gefühl, boah, hier ist jetzt, ich stehe total fest und ich weiß, wie das funktioniert, denn ich kenne viel von deren Leben nicht. Ich habe von vielen Dingen, die sie erlebt haben, keine Ahnung, weil ich super christlich, fromm und behütet aufgewachsen bin. Aber es geht auch nicht um mich, sondern es geht darum, dass Jesus alle Macht hat und dass er sagt, ich habe einen Auftrag für dich. Und ich finde es großartig, dass hier auf der Osterkonferenz so viele junge Menschen mitarbeiten. Ganz junge Menschen, die einfach Verantwortung übernehmen und die ihre Gaben hier einbringen können. Wir haben bei uns in der Villa ein buntes Team und dieses Team sind Menschen aus Magdeburg und viele davon sind überhaupt nicht christlich aufgewachsen. Und sie machen mit den Kindern Musik, spielen Theater oder tanzen mit ihnen, Breakdance und was sie nicht alles können. Und ich habe einen Mitarbeiter, ich finde ihn total großartig, er ist DJ. Und er ist am Wochenende sehr oft unterwegs. Ich weiß nicht, wo er alles unterwegs ist und was er an Sachen mit hat, die vermutlich auch bei Levi gut gewesen wären. Und dann kommt er manchmal morgens total zerknittert am Montagmorgen in die Villa und war am Wochenende unterwegs und steht vor den Kindern und Jugendlichen. Und wir haben immer zum Schluss von so einem Schulworkshop bekommen die Jugendlichen einen Segen gesagt. Einen Spruch, den wir ihnen zusprechen. Und unser DJ, wie gesagt, es kommt nicht aus frommem Hintergrund. Und er rief mich letztens an, da war ich nicht in einem Workshop und sagte, Bettina, wir müssen unbedingt reden. Ey, ich habe heute gesegnet. Und ich so, was? Ja, Mann, ich wollte das schon lange mal machen. Und es war so cool, weil die saßen dann alle da. Und ich habe das vorgelesen mit diesem Segen. Und ey, ich bin so hyped vom Segnen. Ich will das jetzt immer machen. Und es war so ein schöner Moment, denn er hat einen Auftrag und er darf die Menschen segnen. Er hat natürlich noch nicht alles gelesen, was in der Bibel steht und hat viele Zweifel und viele Fragen und kam dann irgendwann an und sagte, kannst du mir das mal mit dem Beten beibringen? Aber er darf vorher schon einen Auftrag ausführen und natürlich darf er Menschen segnen, weil Jesus die Macht hat und weil Jesus da ist. Wenn du dich also nicht trittsicher fühlst, du bist in guter Gesellschaft. Jesus kann dich gebrauchen, so wie du bist. Mit allen Zweifeln, allen Scherben, allen Ängsten, allen Schwächen, Macken, Fehlern. Wir haben das großartig hier gerade gesehen. Es gibt keine Bedingung dafür, außer dass Jesus alle Macht im Himmel und auf Erden hat. Vielleicht brauchst du dafür nochmal Bibelverse, dann kauf dir eine Bibel, guck rein. Vielleicht brauchst du dafür einen Ruf, vielleicht brauchst du jemanden, der dir das zuspricht. Und Gott hat Humor und manchmal gibt er so kleine Zeichen. Ich bin selber jemand, ich habe oft Zweifel und habe Ängste. Und als wir vor 5 Jahren diese Villa Wertvoll gegründet haben, hatte ich wahnsinnig viel Angst, weil es einfach viel zu teuer war und viel zu groß war. Und dann gab es eine ganz kleine Geschichte, die ist fast schon lächerlich klein, aber für mich ganz groß geworden. Wir hatten so ein anderes Räumchen, wo wir so Theatersachen und Kultursachen gemacht haben.
Und dort hatten wir ein rotes Sofa, ein wunderschönes, uraltes rotes Sofa aus einer Kneipe. Das gehörte unserer Theatergruppe. Und dann haben wir diese Villa gefunden und gegründet und ich habe sie gesehen und sah einen Erker in der Villa und ich wusste, in diesen Erker gehört eigentlich das rote Sofa. Aber das kann ich dieser Theatergruppe nicht wegnehmen. Und in dem Moment, wo ich da saß und dachte, es ist ein besonderes rotes Sofa, wie komme ich denn da dran, schrieb mir unsere Nachbarin und sagte, guck mal Bettina, ich möchte dieses Sofa verschenken, hast du Gebrauch dafür? Und es war exakt das gleiche Sofa, wie wir von unserer Theatergruppe haben. Da hatte ich zwei und dachte, okay, dann kann ich das mit der Villa machen, super Zeichen. Ist ein bisschen betriebswirtschaftlich nicht ganz so logisch, aber für mich war es so ein Punkt, wo ich dachte, Gott gibt mir das. Und dann hatten wir eine Villa und auf dem Grundstück von unserer Villa wertvoll ist eine zweite Villa. Und ich habe immer aus Spaß gesagt, wenn wir die zweite Villa irgendwann kriegen sollen, dann brauche ich ein drittes Sofa. Vor einem Jahr kam ein Anruf. Bettina, ich habe hier so ein rotes Sofa. Ich würde euch das gerne schenken. Und das war eine Frau, die nichts von dieser Geschichte wusste. Darauf kann man keine Villa aufbauen. Das bringt auch keine Millionen. Aber mir zeigt es, dass Gott mich kennt und dass er weiß, wie ich ticke und was ich brauche. Und dass ich manchmal einfach ein kleines rotes Sofa brauche. Und ich weiß nicht, was du brauchst, um den Mut zu haben, loszugehen. Um den Mut zu haben, dich senden zu lassen. Aber ich möchte dir Mut machen, bitte Gott darum. Sei ganz ehrlich. Denn die Bedingung ist nicht deine Trittsicherheit, sondern die Bedingung ist, dass Jesus die Macht hat. Zweite Frage. Was ist der Auftrag? Jesus sagt zu seinen Jüngern, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum, geht zu allen Völkern und macht sie zu Jüngern. Tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alle Gebote zu halten, die ich euch gegeben habe. Das ist eine Menge. Und ich kann mir gut vorstellen, dass die 11 Jünger da standen und sagen so, ich habe noch mal eine Frage. Alle Gebote. Also ist das jetzt eher Bergpredigt oder was? Und also jetzt erst taufen und dann lehren? Nee, andersrum, was heißt das genau? Jesus, können wir nochmal, hast du vielleicht ein Handout von den letzten 3 Jahren? Oder können wir es bei YouTube mal nachgucken oder irgendwas? Hatten sie alles nicht. Jesus gibt einen Auftrag, der letztendlich eine Überforderung ist. Und der letztendlich die Fantasie der Jünger damals absolut überstiegen hat. Geht hin zu allen Völkern. Das ist gewaltig groß. Lehrt sie alles, was ich euch gelehrt habe. Und ich schätze, sie haben sich dann irgendwann zusammengerauft, haben gesagt, okay, was war das denn alles? Da war, okay, die Speisung der 5000, wir brauchen 5 Brote und 2 Fische, sofort, wer besorgt die? Wasser zu Wein gemacht, was war dann noch bei der Bergpredigt, dass sie überlegt haben, was war denn alles da? Wir haben ja jetzt die Bibel, wir können nachlesen. Und sie mussten sich erinnern, mussten überlegen, was habe ich gelernt, was habe ich erlebt mit Jesus? Was ist die Botschaft? Jesus hat ihnen keinen Kernsatz mitgegeben. Er hat ihnen auch nicht die 10 wichtigsten Steps im Leben eines neuen Jüngers, einer neuen Jüngerin mitgegeben. Und wenn wir sehen, wie die Jünger dann später losgezogen sind, dann sehen wir, dass sie ganz unterschiedliche Dinge gemacht haben. Dass sie Leuten ganz unterschiedlich begegnet sind. Sie haben Menschen geheilt. Sie haben Geld geteilt. Sie sind Menschen begegnet, die überhaupt nicht aus irgendeiner frommen Szenerie kamen. Sie haben kein 0815-Programm gefahren, sondern sie sind auf die Menschen eingegangen, die ihnen begegnet sind. Sie wurden einer von ihnen. Sie waren, wie wir es gerade hier gesehen haben, mittendrin. Ich glaube, das darf uns eine riesengroße Freiheit geben. Loszugehen, zu wissen, wir sind gesandt, weil Jesus die Macht hat und wir dürfen den Menschen so begegnen, wie sie sind und da, wo sie sind.
Jemand hat mir mal gesagt, wo deine Leidenschaft auf die Not der Welt trifft, das ist deine Berufung. Wo deine Leidenschaft auf die Not der Welt trifft, das ist deine Berufung. Und dann darfst du losgehen mit offenen Augen und gucken, was ist denn in deiner Welt los? Was sind denn da für Menschen? Und ich merke auch da wieder in Magdeburg, ich bin nicht trittsicher. Ich habe mit einem Freund mich unterhalten, der ist wahnsinnig schlau und hat irgendwie so Philosophie ganz viel gelesen, studiert. Und ich kam an und dachte, okay, und wir haben über Jesus geredet. Und ich hatte im Kopf so die vier geistlichen Gesetze, die habe ich mal gelernt. Und dann sagte er, aber Bettina, es gibt doch gar keine Schuld. Okay, dann muss ich neu denken. Und dann muss ich neu gucken, welche Spuren Gott im Leben von diesem Mann schon hinterlassen hat. Ein anderes Mal saß ich beim Lagerfeuer mit einem Jugendlichen bei uns und ich kenne sehr gut seine Gesinnung, seine politische Gesinnung. Und wir saßen da und er machte Musik an, laute Musik. Und ich habe die Musik gehört und ich kannte mich in dieser Art der Musik nicht so aus, aber ich hörte sehr viel von Fahnen und Sonnenschein und gerüstet. Und habe dann irgendwann gesagt, so, sag mal, ey, was ist denn das für ein Lied, was du spielst? Sagt er, oh, das ist ganz cool, das ist von der Ostfront hier damals. Und ich habe gesagt, du, ich finde das gerade echt schwierig, weil ich weiß, dass mein Opa an der Ostfront war und dort ganz schreckliche Sachen erlebt hat. Ich würde dich bitten, das auszumachen. Oh, kein Problem, ich kann dir was von der Westfront vorspielen. Da fühle ich mich nicht trittsicher, ja? So, also eher manchmal, ich denke, ich tritt ihm vors Schienbein. Aber darum geht es nicht. Sondern dieser Jugendliche ist ein ganz wunderbarer, von Gott geliebter Mensch. Und dass er so redet, zeigt viel über die Not der Welt. Und mein Ringen, mein Fragen ist, was hat Jesus ihm zu sagen? Natürlich kann ich mit ihm diskutieren und sagen, wie ätzend ich das finde und wie anders ich das sehe. Aber letztendlich geht es darum, sein Herz zu erreichen und ihn zu lieben. Und das ist eine riesige Herausforderung. Was ist die Botschaft? Was hat Jesus gezeigt? Was hast du mit Jesus erlebt? Und was brauchen die Menschen in deiner Umgebung? Ich weiß nicht, ob du mit Jugendlichen zusammen bist, die Lieder von der Ost- oder Westfront sitzt, ob du mit philosophiestudierten Menschen zusammen bist, ob du Chef von einer großen Bank bist oder Altenpfleger oder Finanzbeamtin oder Lehrerin oder Lehrer, ich habe keine Ahnung. Aber ich glaube, dass in dem Alltag, wo du morgen wieder stehen wirst, Menschen stehen und Menschen, die Jesus liebt. Und Menschen, zu denen er dich gesendet hat und denen du einen Auftrag geben kannst. Und die du befähigen darfst, selber wieder Liebe weiterzugeben. Mit der Botschaft, jeder, auch wenn es manchmal schwer ist zu sehen, ist Ebenbild Gottes, geschaffen nach seinem Bilde, ist wichtig und ist wertvoll. Auch wenn es manchmal schwer ist zu sehen. Wir haben einen Jungen bei uns, ich liebe ihn von ganzem Herzen, ist ein kleiner Knirps, total süß, 10 Jahre alt. Und er liebt die Simpsons über alles. Und ich habe gestern darüber geredet, dass Jesus Maria gesehen hat und Maria hat Jesus gesehen und dachte, es sei der Gärtner. Und manchmal redet Gott durch verrückte Sachen. Und dieser Junge kam letztens zu uns und sagte, ey Bettina, ich glaube jetzt auch an Gott, voll, ich möchte jetzt beten. Und ich habe gesagt, okay, was ist passiert? Ich habe die Simpsons gesehen. Und dann kann ich sagen, okay, besser du siehst die Bibel, aber ich kann auch sagen, ja Mann, wie hast du denn die Simpsons erlebt und was hast du da über Gott, über Jesus erfahren? Entdecke und finde raus, wo Menschen Gott in ihrem Leben schon erlebt haben. Als Engel, als Gärtner, bei den Simpsons, das ist ganz egal. Gott hat so viele Möglichkeiten, zu Menschen zu reden. Manchmal bleibt er dabei auch anonym. Und es ist eine wunderbare Aufgabe,
das mit Menschen gemeinsam zu entdecken. Es ist ein riesiges Abenteuer, in dieses Ringen mit reinzugehen und zu wissen, ich habe aber nicht die Verantwortung. Ich darf mitgucken, wo hast du Gott erlebt? Wo ist er da? Was ist an Schönheit in deinem Leben schon passiert? Was ist auch an Schwere passiert, wo Gott dir Trost geben will? Aber die Verantwortung für das, was passiert, hat Gott. Ihm ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf der Erde. Ich würde euch gern ein Video zeigen, ein Video, was diesen Segen widerspiegelt, den wir in der Villa den Kindern mitgeben, weil das unsere Botschaft ist, die wir den Kindern und Jugendlichen geben möchten. Und ich habe das Gefühl, dass es auch eine Botschaft ist, die vielleicht für dich heute gilt. Wir schauen einmal das Video, dass du wichtig bist. Ich wünsche dir, dass du nie vergisst, dass du wichtig bist, einen Unterschied machst, eine Stimme hast und Fähigkeiten, eine Geschichte, die sonst niemand hat. Ich wünsche dir, dass du nie vergisst, dass du gebraucht wirst. Dein Glaube, deine Liebe, deine Hoffnung. Dass diese Welt auf dich wartet. Auf deinen einzigartig schönen Beitrag. Du bist wertvoll. Du bist brillant. Es ist ein Vorrecht, rausgehen zu dürfen, in dieser Welt zu sein, und den Menschen genau das vermitteln zu dürfen. Du bist wertvoll. Du bist geliebt. Das ist nicht immer leicht. Das ist nicht immer entspannt. Aber es ist etwas, was du in deiner Eigenart machen darfst. Die Bedingung dafür, dass wir gesendet sind, Jesus hat die Macht. Der Auftrag eigentlich viel zu groß. Aber guck, was du mit Jesus erlebt hast und das, was du weitergeben. Und das Versprechen. Was ist das Versprechen? Und Jesus sagte, ich versichere euch, ihr werdet erfolgreich sein. Die Menschen werden in Strömen zu euch kommen, ihr Leben ändern und ihr werdet sehen, dass sich all euer Einsatz lohnt. Es werden Gemeinden entstehen und ihr werdet gemeinsam mit den Menschen auf der Straße tanzen und anbeten. Das war gelogen. Deswegen sollt ihr euch eine Bibel kaufen, damit ihr nachlesen könnt. Ich wünschte, das stand in der Bibel. Ich wünschte, Jesus hätte gesagt, hey, das wird auf jeden Fall erfolgreich sein. Was du anpackst, geh los und du wirst es erleben. Hunderte, Tausende werden kommen, werden sich bekehren und nee, sagt er nicht. Und ich erlebe das auch, dass es nicht so ist. Wir haben in Magdeburg keine Erweckung. Wir haben ein paar wunderbare Geschichten. Und wir haben ganz schön schlimme Geschichten. Als wir den allerersten Schnuppertag gemacht haben, kam keiner. Wir standen da ohne Jugendliche. Wir haben Mädchen verloren an sogenannte Loverboys. Wir haben mit Suizidversuchen zu kämpfen, mit Herausforderungen im Team, wie jedes andere Team auch. Mit Jugendlichen, die im Theaterworkshop waren und am nächsten Tag irgendwo an der Schule mit einer Waffe stehen. Das ist bei uns nicht anders als woanders auch. Das Versprechen, das Jesus gibt, lautet... Und ich versichere euch, ich bin immer bei euch, bis ans Ende der Zeit. Ich bin da, bis ans Ende. Er verspricht uns kein messbares Ergebnis, keine Zahlen, keine sichtbaren Sachen, aber die Gewissheit, Jesus ist da.
Und das ist der Rahmen. Er hat die Macht und er ist da. Und dazwischen bist du mit deinem Leben, deinen Freundinnen und Freunden und mit der größten und schönsten Botschaft. Du bist nicht für die Bedingung verantwortlich, du bist nicht für das Ende verantwortlich. Du bist nur da verantwortlich, dein Leben zu leben. Ich durfte gestern über Maria und den Gärtner predigen und ich habe gesagt, sie hat ihn nicht erkannt. Und manchmal begegnet Gott uns auf total unterschiedliche Art und Weise. Und ich bin letztens mit dem Fahrrad aus der Villa rausgefahren und war echt frustriert und dachte so, was bringt das denn alles? Und dann ist Jesus mir begegnet durch Baumarktwerbung. Ich darf den natürlich nicht beim Namen nennen, aber in Magdeburg sind gerade die ganzen Wände voll Plakate mit einem gewissen Baumarkt. Und Jana hat freundlicherweise die Bilder so umgestaltet, dass wir die zeigen dürfen. Und für mich war es wirklich eine Berührung, als würde Jesus direkt zu mir reden. Und ich würde einfach mal diese Bilder jetzt zeigen lassen und ich sage nichts dazu. Lasst sie einfach auf euch wirken. Vermutlich kennt ihr sie auch. Überall kann Garten sein. Vielleicht denkst du, was ich ausgesät habe, wächst nicht. Das ist Quatsch. Überall kann Garten sein. Und du darfst losgehen und wissen, vielleicht ist Unkraut Dünger. Vielleicht ist es nicht der richtige Ort für einen Garten. Aber Jesus ist da. Und wenn du am Ende der Welt wohnst oder auch am A der Welt, dann wird Jesus heute schon da sein und dort auf dich warten, weil er dort mit dir Menschen berühren will, so wie du bist, mit allen Zweifeln und aller Nicht-Trittsicherheit. Ein großes Motto von uns ist, in jedes Dunkel passt ein Licht. Es gibt keinen Ort, der zu dunkel ist, wo nicht das Licht Gottes hinstrahlt. Ihm ist gegeben, alle Gewalt im Himmel und auf Erden, darum geht hin, und er ist bei euch. Und das dürft ihr genießen. Das dürft ihr mit Freude machen. Bei allen Herausforderungen. Aber ich finde es eines der wichtigsten Sachen. Wir haben das Evangelium, die gute Botschaft. Also geht raus, genießt die Sonne und genießt das. Danke fürs Zuhören. Amen.